Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Heute zu Gast bei uns in Frankfurt bei der DRV Mediengruppe ist Herr Rechtsanwalt Dr. Aaron Bashar, Partner und Fachanwalt für Strafrecht und CIPP bei Wessing & Partner in Düsseldorf. Unser Thema heute ist die Digitalisierung und die Criminal Compliance. Herzlich willkommen bei uns in Frankfurt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns aus Ihrer beruflichen Tätigkeit zu berichten. Was genau tun Sie bei Wessing & Partner in Düsseldorf? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Die Kanzlei Wessing & Partner, wir sind spezialisiert aufs Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Ich selbst bin auch noch spezialisiert im IT-Strafrecht. Das sind quasi die Themen, über die wir heute dann auch sprechen werden. Man liest ja ganz viel über Kinderpornografie im Internet, Waffenhandel im Internet, Drogenhandel im Internet. Sind das neue Phänomene oder hat die Strafverfolgung da schon länger mitzukämpfen? Das sind natürlich die Träger, die man im IT-Strafrecht jetzt so wahrnimmt. Das sind Phänomene, die gab es schon immer. Aber das IT-Strafrecht ist heute kein Nebenstrafrecht mehr. Das ist, wenn man so will, jetzt überall. Und der Hintergrund ist natürlich die Digitalisierung der Gesamtgesellschaft. Ja, wenn man sich das mal so in den letzten Jahren und Jahrzehnten anschaut, dann gab es immer mal wieder so Spezialphänomene wie Cybergrooming auch oder Cyberstalking. Da hat der Gesetzgeber auch was getan. Aber im Kern ist das IT-Strafrecht unverändert, kommt aus dem sogenannten Computerstrafrecht aus den 80er Jahren. Und die große Veränderung, die jetzt einhergeht, sind die Cyberattacken. Weil die Cyberattacken, viele Unternehmen, 9 von 10 Unternehmen, sind von solchen betroffen. Und wir wissen es von mehreren Studien, dass vor allem der wirtschaftliche Schaden immer mehr zunimmt. Es gibt Prognosen, die sagen, mehr als 200 Milliarden Euro pro Jahr an Schäden durch den Verlust von Daten, Datenspionage, Rechtsverfolgungskosten, Reputationsschaden. Und daraus ist eben eine neue Sparte entstanden, die auch Strafverfolgungsbehörden sich sehr genau anschauen, nämlich die Kombination der Digitalisierung, das IT-Strafrecht und wirtschaftliche Prozesse. Wir haben mittlerweile viele Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die im Cybercrime tätig sind und die auch Unterabteilungen haben, die sich nur mit wirtschaftlichen Prozessen beschäftigen. Und das ist, wenn man so will, die große Veränderungen in diesem Bereich. Sie haben gerade Cyberattacken angesprochen. Für diejenigen, die nicht so viel damit zu tun haben, was ist das und wie schützt man sich dagegen? Also eine Cyberattacke ist in der Regel ein Angriff eines Dritten auf eine IT-Infrastruktur, in dem eben versucht wird, durch verschiedene Arten oder Phänomene von Angriffen, sogenannte Denial-of-Service-Attacken oder Ransomware-Lösungen, das ist zum Beispiel die Erpressung, in dem die IT lahmgelegt wird und dann ein Lösegeld zur Freigabe herausverhandelt werden soll. Denial-of-Service-Attacken sind Angriffe, die die IT lahmlegen sollen. Es gibt viele andere Phänomene, aber es geht immer darum, die IT-Infrastruktur eines Unternehmens anzugreifen, diese zu schwächen und daraus eben wirtschaftlichen Wert zu ziehen, sei es in Form von Abfluss von Daten oder sei es eben von Zugriffen, die dann Kontrolle über diese IT im Endeffekt herstellen. Und gezahlt wird dann in Kryptowährungen? Na, nicht unbedingt, sondern es sind geringe Summen und es ist häufig doch Euro, muss nicht Kryptowährung sein, kann. Aber wenn Sie das Angebot haben, denken Sie mal 500 Euro und Sie haben Ihren Rechner wieder, da gibt es viele, die auf dieses Angebot eingehen, obwohl sie es eigentlich nicht tun sollten. Wer garantiert mir, dass ich für die 500 Euro die Rechner wieder zurückbekomme? Niemand garantiert Ihnen das und vor allem ist nicht garantiert, dass es dann bei diesem einmal bleibt. Also Sie müssten sich tatsächlich beschäftigen mit diesem Phänomen und Vorsorge leisten. Und da gibt es Empfehlungen vom BSI dazu. Da gibt es einmal im Jahr den sogenannten Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Und das BSI empfiehlt zum Beispiel, sich darauf vorzubereiten, indem man halt intern sicherstellt, dass man die eigene IT so dupliziert, dass man in 24 oder 48 Stunden in der Lage ist, die wieder zum Laufen zu bekommen. Und es gibt auch noch andere Abwehrmechanismen. Also man muss sich vorher damit beschäftigen, dann fährt man in der Regel deutlich günstiger, als wenn man einfach auf diesen Incident wartet. Vielleicht nochmal zurück zu dem klassischen IT-Recht. Als ich das mal an der Uni hatte, da gab es so Computerbetrug und solche Delikte. Da kommt es ja im Grunde genommen her. Sie haben es ja auch angesprochen. Ja. Klassische EDV, Geschäftsgeheimnisverrat. Heute haben wir sicherlich mehr auch Aspekte im Datenschutzrecht. Gibt es im Datenschutzrecht eigentlich auch Straftatbestände? Den gibt es. Es gibt einen zentralen Straftatbestand, den 42 Bundesdatenschutzgesetz. Der ist, wenn man so will,
accessorisch zum normalen Datenschutzrecht. Also jede unbefugte Datenverwendung kann diesen Straftatbestand erfüllen, wenn bestimmte Absichten noch dazutreten. Das Problem dieses Straftatbestands, und deswegen ist der momentan noch nicht so sehr im Fokus, ist, dass die Staatsanwaltschaft nur ermitteln kann, wenn ein Strafantrag gestellt wird. Also das kann, ihn auch nicht mit einem Bejahung des öffentlichen Interesses irgendwie selbst ermitteln, sondern es muss immer ein Betroffener einen Strafantrag stellen oder die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden, und beides findet sehr selten statt. Deswegen ist dieser Straftatbestand, wenn man so will, noch nicht im Fokus. Aber es gab in der letzten Wahlperiode schon Bestrebungen, diesen Straftatbestand aus dem Nebenstrafrecht ins Kernstrafrecht zu überführen und eben diese, wenn man so will, diesen Nachteil zu beseitigen. Ich weiß nicht, was der Gesetzgeber jetzt plant, aber ich glaube schon, dass wir eine Reform der Datendelikte in der nächsten Zeit erwarten können. Da gibt es schon viele, viele Vorschläge, und das ist halt einer davon. Strafrecht ist ja ein sehr scharfes Schwert, ja, weil eben auch die Staatsanwaltschaft ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten hat, als man das beispielsweise aus dem Zivilrecht oder Arbeitsrecht herkennt. Ja. Gibt es da nicht möglicherweise auch die Versuchung für den einen oder anderen, die Staatsanwaltschaft vor den Karren zu spannen und zur Durchsetzung von originär zivilrechtlichen Interessen Strafanzeigen zu erstatten? Die Gefahr ist immer da, und je weiter Sie das Strafrecht natürlich ziehen, umso mehr besteht diese taktische Möglichkeit. Tatsächlich ist es auch so, dass im IT-Strafrecht das lange Zeit so ein bisschen im Vordergrund stand. Also die arbeitsrechtliche Auseinandersetzung oder die gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung, da wurde gerne dieser Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, indem man gesagt hat, naja, die E-Mails sind nicht richtig ausgewertet worden, oder man hat auf den Kalender zugegriffen, und um irgendwelche Termine irgendwie zu isolieren. Und das hat aber wenig Durchhall gehabt. Ich selbst war häufig bei Arbeitsgerichten, in manchen Zeiten sogar häufiger bei Arbeitsgerichten als vor Strafgerichten, eben gerade drum. Aber das verschiebt sich, weil das ist ja nur das IT-Strafrecht, wo die IT als Mittel eingesetzt wird. Was wir jetzt aber zunehmend beobachten, ist, dass es eben auch um die IT als solches geht, da wo es um die Inhaltsdaten geht, da wo es um Geschäftsgeheimnisse geht, da wo es halt auch vielleicht um die Daten des Arbeitgebers insgesamt geht, auf die der Arbeitnehmer kontrolliert. Und da findet, wenn man so will, ein leichter Paradigmenwechsel schon statt, sodass wir immer mehr auch Strafverfolgungsbehörden haben, die bei solchen internen Angriffen auch mal eine Anklage erheben. Sie haben gerade die Strafverfolgungsbehörden angesprochen. Ich denke auch mal einen Schritt weiter, auch hinsichtlich der Gerichte. Gibt es denn da überhaupt Waffengleichheit, wenn ich so manchmal durch die Staatsanwaltschaften schleiche, was da an Hardware vorhanden ist und was da möglicherweise auch an technischem Wissen vorhanden ist? Das liegt doch möglicherweise Lichtjahre hinter dem, was Täter haben. Das liest man immer wieder. Auch das Bundeskriminalamt erzählt dieses Mantra. Und ich nehme das immer mit großer Verwunderung wahr, weil die Digitalisierung hat dazu geführt, dass die Strafverfolgungsbehörden ein großer Gewinner sind. Warum? Erstens einmal ist durch die Digitalisierung hinterlassen wir ja alle viel mehr Spuren. Unsere Datensätze, das, was wir tun, sind überall zugriffsbereit vorhanden, zum einen. Und zum anderen, denken Sie mal an die E-Mail-Postfächer, die eigentlich in jedem Strafverfahren mittlerweile ausgewertet werden. Das ist ein wahrer Beweisschatz, weil Sie dadurch eben die Möglichkeit haben, festzustellen, was jemand zu einem Vorgang gesagt hat. Also es gibt viele Verfahren, wo die E-Mail-Postfächer analysiert werden, und dann wird gesagt, Professor Schmidtmann hat doch da an diesem Tag das und das geschrieben. Da hat er doch schon eine kritische Haltung dazu. Und daraus werden Rückschlüsse auf den Vorsatz gezogen. Das ist also, wenn Sie so wollen, nicht richtig. Und das wird auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt, der Instrumentenkasten der Strafprozessordnung ist in den letzten Jahren wirklich stark erweitert worden. Gerade im letzten Jahr wurde nochmal das Auskunftsrecht im Bereich Telekommunikation und Telemedien nochmal deutlich verschärft. Das sind nicht die Felder. Der einzige Bereich, wo man vielleicht sagen kann, da haben die Strafverfolgungsbehörden schon ein berechtigtes Interesse, ist das der Rechtshilfeweg. Also immer dann, wenn Daten international gelagert ist, dass der verbessert werden könnte. Da gibt es jetzt aber auch schon Bestrebungen. Also die Tatsache oder die Behauptung, die Strafverfolgungsbehörden wären nicht auf Augenhöhe, das stimmt nicht. Technisch haben sie die Möglichkeiten. Woran es dann oft fehlt, sind die personellen Ressourcen. Zumindest das hört sich ja beruhigend an, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wenn wir nochmal zu den Unternehmen zurückkommen, die meisten großen Unternehmen dürften ja mittlerweile über Compliance-Management-Systeme verfügen. Ja. Reicht das als Vorstand oder Geschäftsführer zu sagen, wir haben das jetzt, alle Mitarbeiter sind geschult
uns kann jetzt nichts mehr passieren? Im Bereich der IT-Compliance ist das ein bisschen komplizierter, weil sie sehr schnelllebig ist. Und wir wissen ja aus Unternehmen, dass wenn sie Compliance-Systeme aufbauen, dass man manchmal das System aufbaut und denkt, jetzt haben wir es. Das funktioniert im Bereich der IT-Compliance nicht ganz so. Außerdem ist es ein bisschen kompliziert, weil ich glaube, der Befund, dass wir alles getan haben im Bereich IT-Compliance, gilt nur für die wenigsten Unternehmen, vielleicht für die großen, die dann eben auch die entsprechenden DIN-Normen anwenden, die für IT-Sicherheit vom BSI zum Beispiel den Grundschutz herausgegeben werden. Für die meisten Unternehmen ist es so, dass die doch in diesem Bereich noch Verbesserungsbedarf haben. Das liegt aber auch daran, weil wir keine einheitliche IT-Gesetzgebung haben in dem Bereich, also nicht im Bereich des Sicherheitsrechts. Da haben wir das alles verstreut über verschiedene Gesetze. Manches ist im BSIG geregelt, dann gilt das zum Teil nur für kritische Infrastrukturen. Und da fehlt es auch manchmal an einem einheitlichen Setup, an dem sich die Unternehmen rechtssicher orientieren können. Ich glaube aber auch, dass da jetzt eine Entwicklung in Gang gesetzt ist, wo das gesehen wird. Und dann wird das Unternehmen das implementieren müssen und immer wieder auch schauen müssen, wo sind diese neuen Kriminalitätsphänomene. Ja? Weil 50% aller IT-Vorfälle sind immer noch auf menschliches Versagen und auf die fehlende Awareness zurückzuführen. Ich glaube, da können wir, und da nehme ich mich gar nicht aus, da können wir alle noch besser werden. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber mir drängt sich so die Frage auf, was gibt es in den nächsten Jahren zu erwarten im Bereich Cyberkriminalität? Die Strafverfolgung wird in diesem Bereich ganz sicher zunehmen. Wir werden sicherlich auch eine Reform der Datendelikte bekommen, weil es auch da um, das wissen viele nicht und die Anwälte mögen es nicht, aber die entsprechenden Strafrahmen sind nicht mehr ganz so zeitgemäß. Und es gibt sicherlich auch einige Reformen in einigen Bereichen, Spezialbereichen, wie zum Beispiel die Frage, wann denn ein Arbeitnehmer denn wirklich wem gehören die Daten eigentlich? Das ist im Strafrecht genauso ungeklärt, wie es auch zum Teil im Zivilrecht ist. Dort wird es sicherlich einige Präzisionen geben, die sinnvoll wären. Und ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass auch die KI noch einmal einiges im Bereich der Strafverfolgung und auch im Strafrecht verändern wird. Und worauf wir uns alle einstellen müssen, ist, dass wir uns, ich glaube, in diesem Bereich noch mehr IT-Kompetenz zu eignen müssen, weil die Entwicklung ist so schnelllebig, dass es nicht mehr einmal damit getan ist, ein Programm irgendwie zu lernen. Und das alles wird dazu führen, dass wir in dem Bereich eine höhere regulatorische Dichte haben, mit den Auswirkungen natürlich mittelbar dann auch auf das Strafrecht. Ja, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in die Digitalisierung und in die damit zusammenhängenden Compliance-Aufgaben. Abschließende Frage. Wir haben aus Ihren Antworten rausgehört, dass Sie viel lesen. Das ist natürlich viel fachlich. Was ist denn das letzte nicht fachliche Buch, was Sie gelesen haben oder womit Sie gerade beschäftigt sind? Ich habe tatsächlich zuletzt gelesen die Apologie des Sokrates. Das ist die Verteidigungsrede gewesen. Wollte ich schon immer mal lesen, weil ich auch ein Faible für Rechtsphilosophie habe. Eine ganz spannende Verteidigungsrede, die allerdings auch mal wieder zeigt, dass man sich nicht selbst vertreten sollte. Mein erster Seniorpartner in einer Kanzlei pflegte immer mal zu sagen, dass ein Anwalt, der sich selbst vertritt, einen Narren zum Mandanten hat. Das haben Sie gerade, bestätigt. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Bashar, für die spannenden Einblicke in Digitalisierung, die damit zusammenhängenden strafrechtlichen Implikationen und auch die damit zusammenhängenden Compliance-Anforderungen. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an einer weiteren Folge an Betriebsberater im Gespräch. Heute war bei uns zu Gast in Frankfurt in der DEV Mediengruppe Herr Rechtsanwalt Dr. Iren Bashar von Wessing und Partner in Düsseldorf. Er ist dort Partnerfachanwalt für Strafrecht und CIPP. Wir haben uns heute über das Thema Digitalisierung und Criminal Compliance ausgetauscht. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute. Auf Wiedersehen.